Audible ist der größte Anbieter von Hörbuch-Downloads im Internet. Wir haben 50.000 Titel in 5 Sprachen, von Trash bis hoher Literatur, für jeden was dabei. Und wir haben die größte Auswahl an ungekürzten Hörbüchern. Und die sind gesprochen und dargeboten von den bekanntesten Stimmen Deutschlands. Oh, sorry. Kein Problem. Das war jetzt Carrie Bradshaw, Sex in the City. Die ist auch öfter hier. Oh ja, Carrie Bradshaw. Sie im Studio und unsere Entwickler in Mumbai, New York und Seattle. Bei Audible arbeiten ist wirklich, das gibt's doch gar nicht. Ich krieg's nicht hin. Tut mir leid, das müssen wir nochmal machen. Läuft schon? Also bei Audible arbeiten ist wirklich eine Mischung aus interessanten Persönlichkeiten, internationalen Teams und Technik. Und seitdem wir zu Amazon gehören, haben wir wirklich die beste IT-Infrastruktur der Welt. Stimmt. Zum Glück finden nicht nur wir unser Produkt gut. Über unsere eigene Website und über unseren weltweiten Exklusivpartner iTunes haben wir im vergangenen Jahr über 20 Millionen Stunden echte Hörunterhaltung verkauft. Wir haben Hörbücher von über 800 Verlagen und von den bekanntesten Bestseller-Autoren. Da haben wir Psychothriller, wir haben Fantasy-Romane, aber auch Sachbücher zum Hören. Sozusagen haben wir für jeden Geschmack die richtige Magie im Programm. Wir wachsen schnell, aber fragen Sie mal rum. Nur die wenigsten wissen, dass es überhaupt Hörbücher zum Download gibt. Da ist also einiges noch für uns drin. Ganz genau. Und deswegen brauchen wir Sie als unseren zukünftigen Business Development Manager. Als Teil unseres Marketingteams können Sie uns dabei helfen, den Markt von morgen zu gestalten für eins der interessantesten Produkte, die das Internet überhaupt bereithält. Das große übergeordnete Ziel dabei ist es, die Bekanntheit des Themas Hörbuch insgesamt deutlich zu steigern, viel mehr Menschen mit dem Thema in Berührung zu bringen. Wir wollen nichts weniger, als das digitale Hörbuch zu einem alltäglichen Produkt für Millionen Menschen zu machen. Ein bisschen konkreter heißt es für den Business Development Manager, neue Geschäftsfelder für uns zu erschließen und unsere Ausrichtung zu bestimmen im Hinblick auf neue Marktchancen, die sich für uns ergeben. Konkret können das große Kooperationen sein, die deutlich über die Dimension hinausgehen, die wir heute schon betreiben. Und zum anderen, und das sogar ganz sicher, die Entwicklung von Strategie und Maßnahmen, um das ganze Thema mobiles Internet richtig für uns zu nutzen. Wir suchen jemanden, der uns richtig dabei helfen kann, das Geschäft über das hinaus zu entwickeln, was wir schon erreicht haben. Wir sind Marktführer in dem rasant wachsenden Bereich Hörbuch-Downloads, aber wir sehen uns erst ganz am Anfang einer richtig spannenden weiteren Entwicklung. Um die Rolle gut auszufüllen, braucht es, glaube ich, die richtige Mischung. Die richtige Mischung aus Erfahrung und Kreativität, um neue Marktchancen richtig zu identifizieren, zu bewerten und letzten Endes für uns zu nutzen. Was Sie dazu alles im Einzelnen brauchen, das sagen Ihnen am besten Ihre zukünftigen Kollegen selbst. Analytisch und strukturiert sollte er sein. Als E-Commerce-Unternehmen leben wir von unseren Daten. Wenn man hier das Wesentliche nicht ableiten kann, wird man unser Geschäft nicht verstehen. Geschweige denn Kundenwünsche und neue Geschäftsfelder erkennen. Und neue Geschäftsfelder muss der Business Developer erkennen, wenn er sie denn sieht. Das ist aber nicht alles. Machen hilft nämlich. Klare Ziele, messbare Ergebnisse, darum geht's, das ist der Kern. Man hat viel Freiraum, diese Dinge zu tun, darf es nicht ausnutzen, sonst wird der Chef ein bisschen sauer. Kurzum, man muss Macher sein und den Blick fürs Ganzheitliche darf man nicht verlieren. Oder eine Macherin, und das sollte Frau oder Mann auch schon mal irgendwo unter Beweis gestellt haben. Neue potenzielle Kooperationspartner sollte er offen und eigenständig für das Thema Hörbücher begeistern, eine Zusammenarbeit gewinnen und echte langfristige Partnerschaften aufbauen können. Und was wollt ihr? Angst vor dem leeren Blatt Papier darf er auf jeden Fall nicht haben, denn für das, woran wir arbeiten, gibt es in der Regel keine Best Practices. Wenn er dann noch Kontakte zu dem wichtigsten Kooperationspartner mitbringt, wäre es fantastisch. Internationales Arbeiten sollte ihm liegen. Für diese Stelle braucht es nicht nur technisches Verständnis zur Zusammenarbeit mit unseren internationalen Kollegen, sondern auch, das ist wichtig, verhandlungssicheres Schwedisch. Na gut, Englisch reicht. Ja klar, liebe Kollegen, aber eins darf man nicht vergessen. Technik und Hörbücher sind ja noch nicht alles. Wichtig ist doch, das zu tun, was der Kunde auch wirklich möchte und nicht einfach nur all das, was technisch möglich ist. Deshalb haben wir auch unseren eigenen Kundenservice, denn schließlich orientiert sich ja unser ganzes Geschäft am Kunden. Genau. Und wenn Sie das alles mitbringen, wenn Sie ein guter Projektmanager dazu noch sind und Lust haben, auf eine Zusammenarbeit mit einem hochmotivierten Team in Deutschland und in den USA. Dann haben wir für Sie so eine Art stilles Kämmerlein, in dem man über tollen Konzepten brüten kann.